bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Normalerweise erscheint es uns ganz einfach, Gut und Böse oder Wahrheit und Lüge voneinander zu unterscheiden. Aber was ist, wenn wir plötzlich unseren Freunden nicht mehr trauen, weil wir denken, dass sie uns belügen? Dann bleibt uns nur noch eins, der Stimme unseres Herzens zu vertrauen. Ja. Nur nicht drängeln! Es ist für jeden etwas da! Danke! Kommt, stellt euch in einer Reihe auf, Frauen und Kinder nach vorn. Und vergesst nicht, es ist ein Geschenk von Lord Elwin und Prinz John. Ihr müsst ihnen dankbar sein für diese großzügige Spende. Seht nur, wie sie sich auf die Lebensmittel stürzen, Prinz. Es war eine gute Idee, sie an das Volk zu verteilen. Dafür werden euch die Leute lieben und für immer in eurer Schuld stehen. Ja, an meinen Bruder Richard wird bald keiner mehr denken. Dieser Narr glaubt anscheinend, er könnte sich ewig vor uns verstecken. Ach, da fällt mir ein, was ist eigentlich mit diesem Robin Hood? Haben eure Soldaten ihn inzwischen gefasst? Nein, noch nicht, aber seid unbesorgt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, denn das ganze Volk wird uns bei der Suche helfen. Es wartet nämlich eine hübsche Belohnung auf denjenigen, der Robin an uns ausliefert, tot oder lebendig. Ah, sehr gut. Ich muss schon sagen, ihr seid ein ausgesprochen raffinierter Mann. Nicht doch, ich bin nur euer treu ergebener Diener. Man erwartet euch. Seht mal, da kommt er! Ihr dummen Bauern, es ist wirklich ein leichtes, euch zufriedenzustellen. Für ein paar Kartoffeln würdet ihr sogar euren König verraten. Was ist, Männer? Habt ihr schon eine Spur? Nein, noch nicht. Er scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Es ist unmöglich. Er muss sich hier irgendwo versteckt halten. Wir sollten lieber hier weitersuchen. Ich sehe mal, da bloß sein. Jetzt geht es uns an den Kragen, Will. Lord Elwin wird alles daran setzen, uns zu töten. Ja, dieser gemeine Schuft hat sogar die Dorfbewohner gegen uns aufgehetzt. Ich mache mir Sorgen um Robin. Keine Angst, Robin wusste sich bisher immer zu helfen. Aber diesmal werden wir nicht so glimpflich davonkommen, auch Robin nicht. Denn eins darfst du dabei nicht vergessen. Wir haben jetzt niemanden mehr auf unserer Seite, dem wir vertrauen können. Robin hätte nicht allein gehen dürfen. Das hat er nur getan, um uns zu schützen. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Oh. Hallo, Kleiner, du bist ja ganz allein. Hast du dich verlaufen? Ah! Hey! Sogar die Kinder hassen mich. Sie würden mich auch am liebsten tot sehen. Ja! Ach, lass mich. Ich will aber draußen spielen. Ich habe keine Lust, drin zu bleiben. Fang mich doch, du lahme Schnecke. Herrje, was für ein Affenzirkus. Da platzt einem ja das Trommelfell. Komm mit ins Haus, hier draußen ist es zu gefährlich. Das Geschrei hört man sicher bis zum Schloss. Es reicht, ich habe keine Lust mehr, hinter dir herzulaufen. Bleib endlich stehen. Au!
Nicht so stürmisch, kleines Fräulein. Oh, ich werde verrückt. Thomas, bist du es wirklich? Ja, ich bin es, Meister Tuck. Wie schön, euch wiederzusehen. Mein lieber Junge! Wie geht es euch? Sag mal, Winifred, wer ist denn das? Robin, da bist du ja. Ist alles in Ordnung? Gott sei Dank, du lebst. Das ist ja Will und Marianne. Passt auf. Oh, das ist aber niedlich. Wie machst du das? Tja, da staunt ihr, was? Das hat Prinz Thomas von mir gelernt. Ich muss sagen, er hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Meister Tuck hat recht. Aber das ist nur eine meiner Erfindungen. Ich habe noch viel mehr gebaut. Ihr werdet staunen, Meister. Du brauchst mich nicht Meister zu nennen, Thomas. Immerhin bist du schon lange nicht mehr mein Schüler. Ja, ihr habt recht, Meister. Oh. Wie kann man nur so vergesslich sein? Zur Strafe werde ich das Spielzeug behalten. Hey, seht mal, da kommt Robin. Hallo. Wir haben dich so vermisst. Robin, wo bist du denn nur gewesen? Bruder Tuck, ich muss mit euch reden. Was ist denn? Ich begreife nicht, warum die Dorfbewohner gegen mich sind. Sogar die Kinder verachten mich. Dabei habe ich überhaupt nichts getan. Ich stand immer auf der Seite des Königs. Prinz John und Lord Alwyn sind seine wahren Feinde. Sie sind es, die König Richard entmachten wollen. Aber alle glauben nur diesen Verbrechern. Und mir glaubt keiner. Bruder Tuck, ich verstehe die Welt nicht mehr. Manchmal ist es nicht einfach zu entscheiden, wem man glauben soll und wem nicht. Tja, auch ich habe Prinz John bis jetzt für einen Ehrenmann gehalten. Was habt ihr da eben gesagt? Prinz, ihr könnt doch nicht... Vielen Dank. Schon gut. Was schert ihr euch denn um diesen alten Mann? Wir müssen jetzt weiter. Ihr schweigt. Oh, ihr habt ja so ein gutes Herz. Wie kann ich euch nur dafür danken? Ihr seid ein frommer Mann. Es ist mir eine große Ehre, euch zu helfen. Und wenn ihr etwas für mich tun wollt, dann schließt mich in euer Gebet ein. Oh. Oh. Davon habt ihr nie etwas erzählt. Nun, ich erzähle es dir jetzt, damit du verstehst, warum ich einfach nicht glauben kann, dass Prinz John ein Verbrecher sein soll. Ha, ich habe eine Idee. Wir gehen zum See der Wahrheit. Was, zum See der Wahrheit? Mhm. Von dem Wasser des Sees sagt man, dass es Gut und Böse unterscheiden kann. Menschen, die die Wahrheit sagen, bleiben immer an der Wasseroberfläche. Sie werden nie untergehen. Doch Lügner und Verbrecher werden mit einem gewaltigen Sog nach unten gezogen und müssen erbarmungslos ertrinken. Darum nennt man ihn den See der Wahrheit. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir gehen jetzt zu dem See und dort kannst du dich von deiner Unschuld überzeugen. Aber wozu denn? Ich bin unschuldig. Dann hast du ja nichts zu befürchten. Lass uns unverzüglich aufbrechen. Ja! Ja! Ach ja, ich es vergesse, Robin. Du musst mir doch deinen Bogen geben. Warum? Weil er eine Waffe ist, auch wenn du ihn nicht gebrauchst. Und an dem See der Wahrheit sollte man keine Waffen tragen, denn er ist ein Ort des Friedens, verstehst du? Wenn das so ist, darf ich euch begleiten, Meister? Ich habe schon so viel von diesem See gehört. Du sollst mich doch nicht Meister nennen! Oh, Verzeihung, Meister. Darf ich nun mitkommen? Na schön. Meinetwegen. Ich danke euch. Also gehen wir. Teilt euch eure Kräfte gut ein. Ihr werdet sie noch brauchen, denn der Weg zum See ist sehr beschwerlich. Bruder Tuck, ich möchte euch was fragen. Wenn ich nun in den See gehe und mich der Wasserstrudel in die Tiefe zieht, was ist dann? Der See kann sich doch irren, oder? Soll das etwa heißen, dass du Angst hast? Dazu hast du überhaupt keinen Grund. Ich möchte es aber trotzdem wissen. Bitte. Keine Bange, der See der Wahrheit hat sich bisher noch nie geirrt. Du kannst seinem Urteil vertrauen. Komm, lass uns weitergehen, Robin. Bist du der berühmte Robin? Ich meine, Robin Hood, der Anführer der Geächteten, nachdem schon seit etlichen Tagen im Wald gesucht wird?
Und auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist? Thomas, warte einen Augenblick. Hast du jetzt etwa vor, mich an die Soldaten auszuliefern? Nein, wie kommst du denn darauf? Welches Recht haben wir, jemanden zu verurteilen oder freizusprechen, ohne die Wahrheit zu kennen? Der magische See soll entscheiden, ob du schuldig bist oder nicht. Wo bleibt Robin nur so lange? Er wollte doch nur etwas Wasser trinken. Ich sage ihm, dass wir aufbrechen. Steht fest. Jemand versucht, mich umzubringen. Thomas. Was ist mit dir? Du bist ja ganz außer Atem. Da unten am Wasser, da ist... Passt auf. Oh, das ist aber niedlich. Wie machst du das? Was starrst du mich so an? Entschuldige, ich habe nur gerade geträumt. Oh, Vorsicht! Hoffentlich hast du dich nicht verletzt. Du siehst sehr blass aus. Kann ich dir helfen? Nein, es geht schon. Ich brauche deine Hilfe nicht. Bestimmt hat Lord Erwin ihn hierher geschickt, um mich zu töten. Nein, ich muss mich täuschen. Schließlich hat Tuck Vertrauen zu ihm. Hey, Thomas, willst du mir nicht verraten, was du da in deinem Beutel mit dir rumträgst? Ach, nichts Besonderes. Nur ein paar Kleider, etwas zum Schreiben und Spielsachen, die ich selbst gebaut habe. Selbstgebaute Spielsachen? Die würde ich mir gern mal anschauen. Nein, ein andermal vielleicht. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir sollten lieber zusehen, dass wir so schnell wie möglich zum See kommen. Nicht wahr, Meister? Nenn mich nicht immer Meister. Wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Ich kann es mir einfach nicht abgewöhnen. Wir haben es bald geschafft. Es ist nicht mehr weit. Wenn wir weniger Pausen machen, sind wir noch schneller da. Du scheinst zu vergessen, dass ich nicht mehr der Allerjüngste bin. Damals, als du mein Schüler warst, war so eine Wanderung ein Spaziergang für mich. Ach, wie sehne ich mich nach dieser Zeit zurück. Ich mich auch. Mal sehen, ob er so ehrlich ist, wie er tut. Wo willst du denn hingehen? Ich will ein paar Beeren sammeln. Bin gleich wieder da. Ah, sehr interessant. Ich hab's geahnt. Thomas war's, der vorhin das Ungetüm auf mich losgelassen hat. Thomas, wo steckst du denn? Ich dachte, wir wollten weitergehen. Ja, ich komme schon. Ich muss ihm eine Falle stellen. Und zwar schnell, sonst ist es zu spät. Das ist die letzte Hürde. Wir haben es gleich geschafft. Wir müssen nur noch über diese Brücke. Dann sind wir da. Die sieht aber gar nicht vertrauenserweckend aus. Ich wusste gleich, dass du das sagen würdest. Aber jetzt wirst du staunen. Ich bin nämlich schneller als der Wind. Ich werde über diese Brücke fegen wie ein Wirbelsturm. Ja! Seht ihr, die Brücke hält sogar mein Gewicht aus. Also worauf wartet ihr noch? Kommt endlich rüber. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Bruder Tuck hat Mut. Das muss man ihm lassen. Bitte lass uns zusammengehen. Ich habe solche Angst.
Ich bin nicht schwindelfrei. Alleine schaffe ich das nicht. Geh nicht ohne mich, Robin. Nimm mich mit. Bitte. Hey, was ist denn mit euch beiden? Wollt ihr mich eine Ewigkeit warten lassen? Ich traue ihm nicht. Ob er wirklich so viel Angst hat? Vielleicht versucht er nur, mich reinzulegen. Verdammt! Ich sitze in der Klemme. Schaut, Lord Erwin hat dich geschickt, um mich zu töten. Ist es nicht so? Was? Wovon redest du eigentlich? Gerade eben hast du versucht, mich von der Brücke zu stoßen. Gib es zu! Das ist nicht wahr! Los, halt. Gib mir den Beutel! Du machst es kaputt! Lass los! Oh nein! So, jetzt ist er endlich weg. Oder hast du etwa gedacht, ich habe nicht gewusst, was da drin ist? Dieses Spielzeugmännchen, mit dem du versucht hast, mich umzubringen. Sei nicht so dumm. Wenn du wirklich der Meinung bist, dass ich ein Mörder bin, dann bestrafe mich. Allerdings hätte ich nicht von dir erwartet, dass du andere Menschen so schnell verurteilen würdest. Aber falls du dir noch nicht ganz sicher sein solltest, Robin, hüte dich davor, von Schuld zu sprechen, mein Freund. Kommt, lasst uns weitergehen. Der See wird die Wahrheit ans Licht bringen. Zeit versucht, mich umzubringen. Ich freue mich schon auf die 100 Münzen, die ich für deinen Kopf bekomme. Er meint es ernst. Hier, fang! Mein Junge, nur mit diesem Bogen wirst du es schaffen, das Ungeheuer aufzuhalten. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei dir entschuldigen soll. Es tut mir leid. Ist schon vergessen. Schwamm drüber. Weißt du, das Einzige, was zählt, ist, dass man es sich eingestehen kann, wenn man einen Fehler gemacht hat. Mir wird schwindelig. Ich hatte schon vergessen, dass wir auf dieser Brücke sind. Robin, Prinz Thomas. Ihr seid erwachsen und benehmt euch wie kleine Kinder. Wir sind am Ziel. Ist das nicht ein wunderschöner See? Sein klares blaues Wasser wird uns nun zeigen, ob du die Wahrheit gesagt hast. Bist du bereit, Robin? Wie ist das nur möglich? Ich kann schwimmen. Ja, man braucht gar nichts zu tun. Das Wasser trägt einen von selbst, wie ich gesagt habe, Chefi. Ist das Wasser salzig? Pfui, Wasserspinne.
Hey, Little John. Hey, Robin, komm rein. Es ist richtig gemütlich hier drin. Keine Angst, man kann nicht untergehen, siehst du? Ach, tatsächlich? Ja, nun komm schon. Du wirst mir doch nicht böse sein, oder doch? Das war unfair. Ihr habt mich reingelegt, Bruder Tuck. Nein, es war ganz anders. Ich wollte nur... Ich weiß schon. Ihr habt euch diesen ganzen Kokolorus nur ausgedacht, um Robin ein bisschen aufzuheitern. Stimmt's, Meister? Verflixt doch mal, du sollst mich nicht Meister nennen. Sieh mal, Thomas. Oh, aber das ist doch... Ja, es ist es wirklich, mein Beutelchen. Ich hab es wieder. Ich habe nicht eine Sekunde an deiner Unschuld gezweifelt, mein Junge. Seht her, ich bin ein Vogel. Hä? Gleich werde ich mich in die Lüfte erheben und meine Flügel werden mich sanft über eure Köpfe hinwegtragen. Spinnt der? Um Himmels Willen, jetzt haben wir noch einen Verrückten unter uns. Wenn es so weitergeht, gibt es außer mir bald keinen normalen Menschen mehr hier, ne? Das kann ja heiter werden, Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist meine allerneueste Erfindung. Ich werde sie euch jetzt vorführen. Passt gut auf, gleich könnt ihr sehen, wie ich damit fliege. Spring nicht, Thomas, du brichst dir alle Knochen. Das hat er also die ganze Zeit in seinem Beutel mit sich herumgeschleppt. Du meine Güte, geht das hier tief runter. Los! Ah! 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 Ich fliege! Stimmt, das Wasser schmeckt salzig. Steh endlich auf! Verdammt, Anna, willst du mich vielleicht ertränken? Flieg wieder hoch, sonst mache ich dir Beine. Würde es dir etwas ausmachen, mich an Land zu bringen? Sonst werden meine Flügel nass und es wäre schade um meine geniale Erfindung. Was sagst du da? Bei dir ist wohl eine Schraube locker, ha? Ich zähle bis drei, dann bist du runter, klar? Ich werde wohl Nachhilfeunterricht geben müssen. Und wenn du wieder mein Schüler bist, dann erlaube ich dir auch, mich Meister zu nennen. Oh, vielen Dank, Meister. Ich glaube, du hast noch eine ganze Menge zu lernen, mein Lieber. Die erste Lektion lautet, setze dich nie auf den Bauch fremder Leute. Manche mögen das nämlich nicht. Da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Ich möchte euch mal erleben, wenn auf eurem Bauch einer sitzt und ihr Mühe habt, euch über Wasser zu halten.